Herzlich willkommen, liebe Leute, zu den Star Wars News. Wie einige Battlefront 2 Spieler schon wissen, kommt am 29. August das nächste Update. Und wir wollen für euch heute präsentieren, was zu dem Update für uns alles kommen wird. Viel Spaß! Als allerersten kommen endlich die Klonskins, wie angesagt. Und zwar einmal den 327. Sternkorps und einmal den 41. Elitekorps. Diese werden für diesen Angrifftruppler, Schwertruppler und Spezialtruppler verfügbar sein für die Skins. Und die Skins kosten nur beide einzeln 20.000 Credits. Die nächste Erneuerung wird der Naboo-Hangar sein, der jetzt für den Gefecht und für den Arcade-Singleplayer-Modus verfügbar sein wird. Außerdem können wir uns freuen, dass die lustige Ewok-Jagd dauerhaft bleiben wird. Abgesehen von den Maps soll der Mal-2-Multiplikator aus dem Squad-System verschwinden. Allerdings werden dafür Battlepoint-Kosten für alle Helden und Einheiten im Galactic Assault-Modus runtergesetzt. Der Endscreen eines Matches wird ebenfalls verändert. Es wurde auch schon bestätigt, wie viel die neuen Helden kosten werden. Und zwar wird Anakin Skywalker, General Grievous, Obi-Wan und Count Dooku nur 35.000 Credits kosten. Und das war's schon mit den Star Wars News. Ich hoffe euch, es hat unser allererstes Video schon euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt einfach unten in die Kommentare. Und bis dahin, möge die Macht mit euch allen sein.